Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es tatsächlich mal so ein Infovideo, denn ich habe auf Instagram erzählt, dass ich letzte Woche bei der U0-Untersuchung war, bei meinem künftigen Kinderarzt. Und da haben mir eigentlich alle geschrieben, dass sie noch nie etwas von einer U0-Untersuchung gehört haben. Klar, die U1 wird beim Baby im Krankenhaus gemacht. Die ist ja direkt bei der Geburt und dann vielleicht noch die U2 im Krankenhaus. Je nachdem, wann man entlassen wird, kann die auch schon beim Kinderarzt erfolgen. Kommt jetzt nicht so häufig vor, aber passiert auch. Und ich dachte mir, okay, ich drehe jetzt ein Video über die U0-Untersuchung, weil kein Mensch davon bisher gehört hat. Okay, die U0-Untersuchung, ich habe auch nur wirklich durch Zufall davon erfahren, denn ja, hier in München, wobei überall, ist Hebammenknappheit, Hebammenmangel und auch, ja, man hat auch einfach Probleme, einen Kinderarzt, eine Kinderärztin zu finden, und ich wollte da auf Nummer sicher gehen und habe mich da schon rechtzeitig gekümmert. Das ist schon Monate her, dass ich eben bei dieser Kinderärztin angerufen habe, und mir wurde dann am Telefon gesagt, es gibt jetzt eine neue U0-Untersuchung. Das ist ein Beratungs-Informationsgespräch für werdende Eltern. Und da habe ich natürlich gesagt, nehme ich mit, denn ich werde zum ersten Mal Mama. Ich habe keine Ahnung von nichts sozusagen, aber davon viel. Und demnach nehme ich das gerne wahr, das Gespräch. Das findet zwischen der 30. und der 40. Schwangerschaftswoche statt. Und da erzähle ich euch jetzt mehr darüber. Der Kinderarzt hat es tatsächlich, beziehungsweise die Arztpraxis hat damit auch noch nicht so viel Erfahrung, denn es gibt es wohl erst seit letztem Sommer. Also so lange gibt es noch gar nicht, noch nicht mal ein Jahr. Und es ist wohl eine durch die Initiative des Bayerischen Gesundheitsministeriums entstanden. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es das außerhalb von Bayern auch gibt oder vielleicht gibt es das da auch schon länger. Also ich kann euch nicht sagen, wie das außerhalb von Bayern ist. Das weiß ich nur, denn ich habe unfassbar viel, ich zeige es euch mal, bei diesem Beratungsgespräch unfassbar viel Material bekommen. War für mich super hilfreich. Vielleicht sagt ihr, nee, brauche ich nicht. Dann könnt ihr euch den Termin natürlich auch sparen. Ich fand es toll. Und genau, da sieht man auch schon unseren bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege, den Herrn Holleczek. Und genau, ich lese euch jetzt mal vor, worum es bei dieser Untersuchung genau geht, beziehungsweise es ist keine Untersuchung, es ist ein Beratungsgespräch. Man wird nicht untersucht. Man bekommt Informationen zur Gestaltung der optimalen Schlafumgebung für ihr Baby. Also es heißt, der Arzt oder die Ärztin erzählt einem dann, wie das Kind am besten liegen soll im Schlafen. Man hat, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Informationen mitbekommen, auch zum Thema Temperatur des Schlafzimmers etc. pp. Natürlich kein Kissen, keine Decke, Schlafsack und so weiter. Also das sind so die Informationen, die man dazu bekommt. Dann bekommt man Informationen zum Thema Stillen, zur Ernährung einfach. Wie legt man am besten an, dass man auch nicht gleich aufgeben soll, sondern einfach immer weiter anlegen, anlegen, anlegen. Ist eben alles, wie gesagt, jede Mama, alle Eltern müssen das für sich entscheiden. Man wird halt nur beraten, ne? Was sind die Vorteile vom Stillen etc. pp. Was für Möglichkeiten der Krankheitsverhütung gibt es, ne? Also diese ganze Prophylaxe zum Thema Zugabe von Vitamin K und Vitamin D. Ich meine, dieses Vitamin K wird direkt dann auch schon in der Klinik gegeben, das hat er mir erklärt. Muss ich nochmal nachlesen. Und das Vitamin D gibt man, meine ich, in Tropfen- und Tablettenform dann in den ersten 2 Jahren vom Baby auch zu Hause mit. Also das ist diese Krankheitsverhütung. Dann natürlich ganz viel zum Thema Impfungen. Muss auch jeder für sich entscheiden. Dann gibt es ein Neugeborenen-Screening. Das machen die entweder in der Klinik schon mit. Das bedeutet, wenn ihr irgendwie eine Vorerkrankung habt, sage ich jetzt mal im orthopädischen Bereich, dann wird es in der Regel in der Klinik mitgemacht. Wenn ihr das nicht habt, dann macht es der Kinderarzt gegebenenfalls. Ich glaube bei der U3 oder noch später. Ich glaube eher noch später. Ja, zum Thema Unfallschutz. Was mache ich, wenn ich denke, das Baby ist vergiftet oder das Kleinkind oder wie auch immer? Da haben wir dann so wirklich so einen Notfallplan bekommen.
von der Kinderarztpraxis, Rettungsdienst, Notarzt, bei Vergiftungen, Kinderkrankenhäuser, Kinderkliniken, Zahnarzt, Kinderarzt, Bereitschaftsdienst, alles eben in der näheren Umgebung. Genau, also da haben wir dann noch ganz viele Informationen bekommen. Nur, dass ich hier nichts vergesse. Genau, Aktion Babyschlaf. Richtig vorbeugen, genau, zum Thema Allergien und so. Das ist dann aber auch, da ging es dann eben auch ums Stillen, dass man da auch Allergien dann vorbeugt, beziehungsweise was man dann eben so eine hypoallergene Pränahrung, dass man die eben gibt. Unfallschutz, habe ich gesagt. Hilfsangebote bei Schwierigkeiten. Genau, was ist, wenn man vielleicht ein Baby hat, das sehr, sehr viel schreit? Was ist, wenn man nicht zurechtkommt, gesetzlich Versicherte, habt ihr auch die Möglichkeit, im Wochenbett beispielsweise eine Haushaltshilfe zu bekommen. Das hat man als Privatversicherter jetzt nicht in dem Fall. Was ist, wie gesagt, wenn es irgendwie einem nicht gut geht, wenn man nicht zurechtkommt, wenn man überfordert ist, dann gibt es eben Hilfsangebote bei Schwierigkeiten, ne? Wie gesagt, auch bei dauerhaftem Schreien etc. pp. Und das ist eben ein Gespräch, das dauert, man kann natürlich auch ganz viele Fragen schon stellen. Für mich war es halt toll zu sehen, okay, wo kann ich parken beim Kinderarzt? Schon alleine diese Basics, wo kann ich parken beim Kinderarzt? Ist der oder diejenige überhaupt auf meiner Wellenlänge? Könnte das passen, könnte es eher nicht passen? Wie ist das Praxispersonal? Wie sind die Räumlichkeiten? Gefällt mir das da alles? Fühle ich mich da wohl? Ne? Das ist ja beim Kinderarzt auch super wichtig. Und dann eben hat man dann noch dieses Gespräch. Man kann, wie gesagt, Fragen stellen. Ja, genau. Und dann sieht man in der Regel die Kinderärztin, den Kinderarzt wieder bei der U3. Also 4 bis 5 Wochen nach der Geburt. Fragt da einfach mal nach bei eurem Kinderarzt. Vielleicht wäre das auch etwas für euch. Wie gesagt, ich fand's super. Wir haben hier eben auch noch eine ganze... Hier steht auch Stand Juli 2021. Also ich schätze, das ist das... so lange erst gibt und da gibt es auch eine Telefonberatung, also ganz, ganz viele Links, die wir da bekommen haben, also wirklich sehr gut. Ich kann es nur empfehlen, das war es jetzt soweit, bevor ich um den heißen Brei weiter herumrede. Vielleicht konnte ich euch damit helfen, ich werde euch auch vielleicht mal die wichtigsten Links oder für mich interessantesten Links in die Infobox unten packen. Vielleicht hilft es euch auch weiter und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.